Meine Damen und Herren, zunächst möchte ich festhalten, dass das Resultat, was wir erreicht haben im Saarland mit 16,1%, dass das ein gutes Ergebnis ist. Es liegt deutlich über dem, was uns anfangs auch prognostiziert worden ist. Man kann dieses Ergebnis auch nicht ganz vergleichen mit dem von 2009, weil uns war von vornherein klar, dass das Ergebnis 2009 mit 21,3% kaum erreichbar war, weil wir eine ganz andere Situation hatten. 2012 war ja die Situation schon dadurch bestimmt im Saarland, dass CDU und SPD sich auf eine große Koalition verständigt hatten im Vorfeld. Das hat den Wahlkampf nicht unbedingt beflügelt und viele Saarländerinnen und Saarländer haben sich gefragt, ob es denn überhaupt noch Sinn mache, überhaupt zur Wahl zu gehen. Und man fühlt sich als Wähler ja nicht besonders wohl, wenn man eigentlich nur noch die Frage sich stellt, wer jetzt Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin wird. Das ist, glaube ich, nicht zureichend. So ganz ist dieses Kalkül aber nicht aufgegangen. Das politisch Interessante an diesem Ergebnis ist, sie ist aus unserer Sicht zweierlei. Erstens, es gibt eine Mehrheit für Rot-Rot. Das heißt, es gibt eine linke Mehrheit im Saarland. Zweitens, es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen der CDU und der SPD. Es sind doch einige Prozentpunkte, die dazwischen liegen. Das ist auch nicht so vorausgesagt worden. Ich halte dies politisch deswegen für bedeutsam, weil ich der Auffassung bin, dass damit die Strategie der SPD überhaupt nicht aufgegangen ist und dass diese Strategie ein Desaster erlebt hat. Man war ja davon ausgegangen, stärkste Partei zu werden, landet dann deutlich hinter der CDU. Und vor diesem Hintergrund kann man nicht davon ausgehen, wie das vor der Wahl gesagt worden ist, dass man Koalitionsverhandlungen für eine große Koalition auf Augenhöhe führen möchte. Das ist nach diesem Wahlresultat überhaupt nicht mehr machbar. Und ich frage mich, wie die SPD in einer großen Koalition auch nur eine ihrer Hauptforderungen durchsetzen kann. Ich möchte weiter feststellen, dass wir nach wie vor große inhaltliche Schnittmengen haben mit der SPD. Das gilt etwa für den Mindestlohn, das gilt für das Thema Leiharbeit, das gilt für das Thema soziale Gerechtigkeit insgesamt. Wir haben sicherlich bestimmte Differenzen, wie im Saarland die Schuldenbremse einzuhalten ist. Aber auch die SPD weiß, dass ohne Einnahmenerhöhung das nicht funktionieren wird. Das möchte ich hier auch nochmal ganz klar betonen. Das war auch etwas, wo ich den Eindruck hatte, dass dem Wähler im Wahlkampf seitens CDU und seitens SPD eher Sand in die Augen gestreut worden ist über die Problematik, die wir dabei haben. Und wir hätten jetzt die Chance auch für eine andere politische Option. Und ich möchte hier klar erklären, dass die Saarländische Linke, unterstützt durch die Bundespartei, bereit ist, auch eine solche Koalition mit der SPD einzugehen. Unsere Hand bleibt dabei ausgestreckt. Und es liegt jetzt an der SPD, dies zu ergreifen. Ich glaube, dass die SPD einsehen muss, gerade nach diesem Wahlresultat, dass ihre Strategie nicht aufgegangen ist, dass sie sich wirklich überlegen sollte, wie denn ein Politikwechsel auch in ihrem Sinne machbar ist. Und der ist eben nur mit uns machbar. Wir haben auch festgestellt, eben ist das ja schon gesagt worden, dass wir auch eine neue Konstellation insofern haben, dass wir jetzt zwar die FDP spielt jetzt praktisch keine Rolle mehr, aber dass wir mit den Piraten natürlich eine neue Partei haben, die ein Stück weit einen Protest ausdrückt und von dem ich glaube, dass wir diesen Protest auch ernst nehmen müssen und dass wir uns damit ernsthaft auseinandersetzen müssen. Aber ich würde meinen, das erweitert auch die politischen Optionen und es spricht eigentlich sehr, sehr wenig für eine große Koalition. Die inhaltliche Schnittmenge ist viel zu gering. Ich halte die für instabil. Ist ja immer begründet worden mit der Stabilität der Verhältnisse im Saarland. Ich halte eine solche große Koalition eher für instabil und deswegen werben wir nach wie vor für politische Alternativen.